Hallöchen. Wir waren Mittagessen gerade. Und ich bin total müde, immer noch. Nicht nur wegen des frühen Aufstehens, sondern weil ich relativ lange wach war gestern. Weil ich ja das Video noch geschnitten habe. Ja, und deswegen, ich sitze einfach den ganzen Tag vor mir rum. Ich bin noch nicht mal im Wasser gewesen. Mache ich vielleicht noch heute, aber im Moment habe ich keine Lust, weil ich so müde bin. Deswegen habe ich vor allem Kaffee getrunken und Mittag gegessen und jetzt stricke ich ein bisschen an meinem Oatmeal-Sweater weiter. Oh, ist der nicht schön. Da habe ich ja bisher nichts weiter gestrickt, weil ich ja mit dem Angel Tee gearbeitet habe, aber ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung von glatt rechts. Ja, deswegen stricke ich da jetzt ein bisschen dran weiter. Da hatte ich leider einen falschen Twist drin. Das war ein ziemlicher Eck gerade. So besonders schön sieht das da oben noch nicht aus, aber das kann man hinzupfeln, zupfeln. Und dann ist das wieder gut. Ach, das hat mich jetzt aber ganz schön viel Zeit gekostet. Jetzt bin ich erschöpft. Und ich glaube, jetzt gehe ich mal ins Wasser. Hallöchen! Heute ist Mittwoch und das Wetter ist mittlerweile ein Traum. Also es ist zwar jetzt gerade hier schon auch noch ein bisschen windig, aber das braucht man auch, weil sonst ist es viel zu warm. Ja, wir haben jetzt 15 Uhr und ich habe gerade einen Kaffee getrunken und jetzt gehe ich mal wieder zu unserem Beachhäuschen und dann werde ich noch ein bisschen an meinem Angel Tee weiter stricken, weil für mein Obis Wetter ist es jetzt zu warm in der Sonne. Ja, und ich bin heute ein bisschen müde. Wir waren schon schnorcheln und so, aber sonst ist heute ein richtig fauler Tag eigentlich, aber das ist auch gut so. Wir sind eigentlich die ganze Zeit nur am Essen. Aber das gehört sich ja auch irgendwie so, ne? Das Böse ist am Buffet. Da kann man sich so schlecht zurückhalten. Und heute Abend sind wir im Restaurant wieder. Und zwar beim Italiener. Gestern waren wir beim Japaner. Und morgen geht's ins Steakhouse. Ja, guck mal, wie schön die Sonne hier glitzert. Heute ist es wirklich Sonne pur. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Verbrenne. Ja, es ist wirklich wunderschön heute. Ich zeige euch noch mal ein bisschen von der anderen Seite.
Hallöchen! Ich habe gerade mein Angel Tea anprobiert und wollte mal gucken, wie es jetzt so sitzt und so. Ich bin bisher sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Armausschnitte zu klein werden, aber ich denke, sie werden gut passen. Ich schätze mal, dass sie ja so leicht positiv Ease haben, aber nur ganz gering. Und das Tee, das habe ich ja mit 0 cm positiv Ease designt. Also das liegt hier locker auf der Brust und ist dann unten etwas weiter. Da natürlich der Unterbrustumfang geringer ist als der Brustumfang. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich glaube, dass ich demnächst mal hier den Halsausschnitt machen möchte. Ich glaube, da möchte ich ein relativ schmales Bündchen machen, da das ja jetzt alles ein bisschen filigraner ist und ein T-Shirt ist. Und da werde ich jetzt nicht ein 5 cm Bündchen dran machen und vielleicht so 3 cm. Ja, und dann mal gucken. Ich habe jetzt das zweite Knäuel angefangen, und zwar so seit 1 cm. Das heißt, ja, den kompletten oberen Teil habe ich mit einem Strang gestrickt und hier ist mein Bauchnabel. Es fehlt auch noch einiges, ne? Also ich werde es auf jeden Fall ungefähr bis hier stricken, schätze ich mal. Ich möchte das auf jeden Fall nicht zu kurz haben. Da werde ich diesmal aufpassen. Denn ich möchte, dass man das auch gegebenenfalls in die Hose stecken kann. Falls man das irgendwie drunter trägt oder so ein bisschen reinstecken möchte. Ja. Aber ich habe auch noch ein bisschen was vor mir, ne? Also bis zum Ende des Urlaubs werde ich es nicht schaffen, denn heute ist schon Donnerstag. Und ja, wir haben noch 2 Tage, dann geht es wieder nach Hause. Und ich habe ja heute Geburtstag und gerade heute habe ich wirklich einen nicht so guten Tag gehabt. Also ich habe heute noch nicht wirklich, muss mich mal hier ein bisschen anders hinsetzen. Ich habe heute noch nicht so wirklich was gemacht, weil ich heute so Nackenschmerzen und Kopfschmerzen habe. Mir ging es super gut bis zum heutigen Tag und ja, ganz toll, ne? Ja, und jetzt so langsam geht es mir etwas besser. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Und jetzt habe ich angefangen, ein bisschen zu stricken. Ja, und jetzt werde ich gleich noch hier ein bisschen baden gehen, an die Poolbar mich setzen, einen Milchshake genießen, um das Beste noch aus dem Tag zu machen. Das Wetter ist wundervoll. Also wir haben keinen Wind mehr, wir haben keinen Regen mehr. Es ist Sonnenschein pur. Es ist aber dementsprechend auch sehr warm. Ja, aber ich bin froh, dass es langsam bergauf geht und meine Kopfschmerzen besser werden. Ja, und dann werde ich gucken, dass ich die letzten 2 Tage noch gut genieße und auch noch etwas an meinem Angel Tea weiter schaffe. Ich würde das ja gern fertig schaffen. Es wird wahrscheinlich nichts, aber es, wenn ich es wahrscheinlich nicht mit langen Ärmeln machen würde, dann würde ich es wahrscheinlich schaffen. Aber ich möchte da ja eigentlich eine Langarmversion draus machen. Und ja, ich bin übrigens wieder sehr begeistert, wie die Schulter sitzt. Ich finde das so schön. Diese contiguous Schulter mit dem kleinen Sattel hier. Ich finde das jetzt einfach so perfekt. Ich ja, bin total begeistert und freue mich drauf, das als T-Shirt zu haben. Ja, ich habe ja jetzt schon Nachrichten von euch bekommen. Von wegen, wann das in den Teststrick kommt, das weiß ich aber alles noch gar nicht. Also da möchte ich mich auch nicht festlegen und mir keinen Stress machen. Also ich werde das auf jeden Fall ankündigen, wenn es soweit ist. Ja, aber erstmal kommt ja der Angel Pullover raus. Und ja, dann sehen wir mal weiter, ne? Und mein Openness-Wetter werde ich wahrscheinlich erst auf der Rückreise weiter stricken, weil ja, das ist zu warm hier einfach jetzt. Es ist jetzt so warm, dass ja, abends würde es gehen, aber abends stricke ich eigentlich gar nicht, weil wir dann immer an der Bar sind und ein paar Cocktails genießen und dann sind wir so müde, dass wir eigentlich direkt schlafen gehen. Und ja,
Heute geht's ins Steakhouse und morgen auch. Und dann haben wir noch mal einmal Buffet. Und dann geht's wieder zurück nach Hause. Wir werden diesmal mit dem Wasserflugzeug zum Flughafen nach Male gebracht. Male ist ja die Hauptstadt von den Malediven. Und ich hatte ja erzählt, dass wir noch mit einem Inlandsflug hier auf die Insel Kuduwa irgendwas. Ich vergesse es immer, wie die heißt. Also hier sind hier im Dalu Atoll, das ist im Süden. Und da muss man noch eine Stunde mit dem Inlandsflug fliegen und dann nochmal mit dem Boot hier rüber. Und ja, es gibt die Möglichkeit, sich mit einem Wasserflugzeug direkt von hier nach Male bringen zu lassen zum Flughafen. Und dann können wir eine Stunde länger schlafen, weil sonst müssen wir um 4 aufstehen. Das wollen wir nicht. Und es kostet irgendwie so 180 Dollar pro Person. Also ja, ist schon teuer, aber wir haben gedacht, wir machen das, weil wir das bisher noch nicht gemacht haben und das auch so ein bisschen als Erlebnis sehen, einmal mit einem Wasserflugzeug zu fliegen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Und ich hatte Fragen von euch bekommen zum Thema Rückreise, von wegen, wie weit das ist und so und wie anstrengend das ist. Also der Flug geht 11 Stunden, glaube ich. Ja, und wie gesagt, ein einstündiger Inlandsflug. Also wir müssen hier um 5, ja, ich glaube um 6, um 5 aufstehen, um 6 werden wir, glaube ich, abgeholt mit dem Wasserflugzeug. Und um 11 geht unser Flieger nach Hause, nach Frankfurt. Und dann fliegen wir halt diesmal am Tag und kommen dann abends irgendwie um 21 Uhr an. Und dann müssen wir halt noch 1,5 Stunden mit dem ICE nach Stuttgart fahren. Ja, bis wir dann zu Hause sind. Ja, ist schon ein bisschen hin. Und wir hatten auch letztes Mal das Problem, als wir dann in Frankfurt ankamen an dem Flughafen, dass wir ein bisschen Verspätung hatten. Und dass dann wir natürlich den Zug nicht mehr bekommen haben. Und die Deutsche Bahn, die ist ja super verlässlich. Sodass der nächste Zug ausgefallen ist. Und dann mussten wir da nochmal 1,5 Stunden in Frankfurt am Flughafen auf unseren Zug warten. Das fanden wir so ätzend. Und es war ja so kalt dann. Wir waren das ja gar nicht mehr gewöhnt. Diesmal haben wir auch was Wärmeres zum Anziehen mit. Und wir haben uns zurück erste Klasse Ticket geupgradet. Also da kann man für, man kriegt ja dieses Rail in Fly. Das heißt, wenn wir die Pausch also wir haben die Pauschalreise gebucht und da ist ein Rail in Fly Ticket mit drin für die zweite Klasse ICE. Und da konnte man für 20 Euro pro Person aufstocken auf die erste Klasse und haben gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall. Für die Rückfahrt. Ich empfand den Flug, zumindest in der Business Class, als das entspannteste von der ganzen Reise. Und das Vorher und Nachher war da so das Anstrengende, weil man unglaublich viel wartet und ja, mit dem Check-in und dies und das, ne? Und dann vergeht die Zeit und man wartet immer wieder zwischendrin. Das war eigentlich das Anstrengende. Der Flug war eigentlich recht entspannt. Ja. Ja, ich bin auch schon gespannt auf zu Hause. Ich habe nämlich einige Pläne. Erstmal kommt ja das Wollfestival in Backnang kommendes Wochenende, beziehungsweise nee, nächstes Wochenende. Da bin ich ja Samstag und Sonntag da. Ich hoffe, dass ich einige von euch auch treffe. Und ich möchte unbedingt zu Hause meinen Weihnachtspulli anschlagen. Ich möchte ja den Holly-Sweater von Knitting for Olive stricken und meine liebe Strickfreundin Esther, die hat ihren schon begonnen. Wir wollen ja so einen kleinen Knitterlong machen. Die Nana, die hängt glaube ich auch noch hinterher, aber wir wollen das jetzt so zu dritt einen Winterpulli stricken und den dann auch in unseren Weihnachts-Special-Folgen tragen, die wir im Dezember machen wollen. Wir wollen im Dezember jede Woche ein kleines Live auf YouTube machen. Ja, einfach so ein gemütliches Beisammensitzen unter YouTubern und wir sprechen einfach über Weihnachtssachen und verschiedene Themen für das Stricken natürlich auch. Und ja, da wollen wir unseren Weihnachtspulli dann tragen.
Sehr gut. Übrigens hat gerade Knitting for Olive auch einen neuen Pulli rausgebracht. Ach, der ist auch so süß. Der hat so ein Muster am Ärmel. Das ist so ein Schnee und irgendwie so ein paar Bäumchen dran. Also ich finde es so süß. Ich glaube, den möchte ich auch gerne noch machen, aber wenn man doch so viel Zeit hätte, ne? Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal wieder das Angel Tee ausziehen, da noch ein bisschen dran stricken und werde mich dann mal zur Poolbar begehen und mir ein kleines Getränk gönnen. Das passt auch sehr gut zum Strand. Habe ich gestrickt aus der Knitting for Olive Pure Silk in der Farbe Dusty Artichoke.
searching for them just stayed asleep. I didn't even bother asking if she looks okay. So I stay. I see your face. It's not a thing I would change. Cause you're amazing. Just the way you are. And when you smile, heute ist unser letzter Tag hier und am letzten Tag werden wir mit einem wundervollen Wetter nochmal gesegnet und dadurch ist es fast komplett windstill. Ja, es ist wirklich nur minimal da und das Wasser ist so schön ruhig, es ist kristallklar und hier ist das Haus drin. Ja, und hier werden wir jetzt eine Runde schnorcheln geben, bevor wir dann zum Mittagessen gehen. Das Wetter hier genießen. So sieht das hier aus. Wir sind ein bisschen traurig, dass heute der letzte Tag ist. Aber die besten Dinge gehen eben auch irgendwann vorbei. Ich bin jetzt wieder am Strand und ich habe meinen Rumpf von meinem Angel Tee beendet und ich habe mich entschieden, ein rechts verschränktes Bündchen zu machen und dort habe ich dann auch wieder den Tubular Bind Off verwendet. Das gefällt mir richtig gut und es ist ein schöner Abschluss geworden. Ich bin eine ganze Nadelstärke runtergegangen für das Bündchen, weil ich Angst hatte, dass die Merino-Seide sonst unten zu sehr ausleiert. Deswegen ist das jetzt ein bisschen enger, aber ich denke, das wird sich nach dem Waschen dann auch noch legen. Ja, soweit. Und jetzt werde ich mit dem Halsbündchen beginnen. So, der letzte Abend ist da. Wir waren gerade Abendessen und wir haben schon unsere Sachen größtenteils gepackt. Denn morgen früh um 7 geht's los. Ja, und wir fliegen zurück. Und ich wollte euch jetzt noch mein
einen Fortschritt von meinem Angel Tea zeigen. Ich habe ja diesmal erst den kompletten Rumpf fertig gestrickt, bevor ich das Halsbündchen angefangen habe. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch ein rechts verschränktes Bündchen geworden. Und ich habe auf der Hälfte der Strecke sozusagen Übergangsrunden hinzugefügt im Doppelstrick, damit das, ich ziehe das mal hier runter, hier, damit das hier eine schöne Kante gibt. Das werde ich innen anstricken, damit es ein doppelt gestricktes Bündchen ergibt. Und hier ist dann so eine schöne Kante. Und das ist einfach nochmal so das gewisse Etwas, dass es hier einen sehr schönen Abschluss gibt. Ja, und ansonsten ist es ein recht schmales Bündchen, weil ich ja hier etwas filigraner arbeiten wollte, weil es ja nun mal auch ein Fingering-Garn ist und ja, ein T-Shirt wird und kein Pullover. Und im Prinzip fehlen mir dann nur noch die Ärmel. Das mache ich heute Abend noch fertig, denke ich, weil das kommt dann in den Koffer. Denn ich nehme ja meinen Oatmeal-Sweater mit wieder ins Flugzeug und strickte auf der Reise. Wir haben diesmal einen Tagflug und deswegen habe ich da auch 12 Stunden im Prinzip Zeit, daran zu stricken und kann da ein bisschen Fortschritt machen. Ja, und meine Metallnadeln kommen dann wieder in den Koffer. Der Urlaub ist so schnell vergangen, wie es halt immer ist, ne? Wenn es schön ist. Und es war wirklich traumhaft. Es war hier wirklich perfekt und ich kann euch auch das Hotel nur empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall unten verlinken. Ich finde, das hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es gibt ja noch wesentlich teurere Resorts auf den Malediven, ne? Da kann man ja so viel Geld ausgeben. Aber hier ist wirklich ja relativ günstig, würde ich noch sagen. Und wirklich ja einfach perfekt eigentlich, ne? Also was will man mehr? Ich habe nichts zu meckern, wirklich gar nichts. Und das ist selten der Fall. Ja, bis auf das erste Zimmer, weil da ja der Strand so abschüssig war, aber wir haben ja ohne Probleme das Zimmer wechseln können. Und dann war wirklich alles perfekt. Ja, und wir fliegen ja auch morgen wieder Business zurück. Boah, das war sehr teuer. Wir haben, wie ich erzählt hatte, beim Check-in, das kann man ja 24 Stunden vorher schon online machen. Und wir fliegen mit Condor und beim Check-in kann man dann upgraden. Und das Business-Upgrade, das hat diesmal 1000 Euro gekostet. Oh, das war schon heftig. Also hätte ich gerne darauf verzichtet, das zu zahlen, aber das geht nicht anders mit meinen Hüften. Das kann ich nicht, kann ich Economy fliegen. Nee, da tue ich mir keinen Gefallen mit und ja, ne, dann ist es halt so. Und ich will mir den Urlaub nicht kaputt machen, indem ich dann total fertig ankomme, weil man fliegt wirklich 12 Stunden. Das ist eine lange Reise und man hat ja auch vorher noch Reise und danach. Also es sind ja nicht nur rein 12 Stunden, sondern man ist wirklich 24 Stunden unterwegs, ne? Also es sind wirklich so ziemlich genau 24 Stunden bei der Hinreise gewesen. Ja, das ist schon eine Nummer, ne? Das muss man irgendwie schon können. Ja, wenn man dann gesundheitlich eingeschränkt ist, dann, ne? Was willst du machen? Ja, aber es waren auch nur noch 2 Plätze frei in der Business Class. Deswegen waren wahrscheinlich auch die Flüge relativ teuer dieses Mal. Also so viel Geld haben wir dafür auch noch nicht ausgegeben. Das tut schon weh, muss ich sagen. Aber so ist es halt, ne? Und wir freuen uns natürlich jetzt auch, dass wir angenehm reisen können. Für meinen Partner war das natürlich noch viel schlimmer. Weil der wäre niemals, hätte das ja niemals ausgegeben, weil der hat ja keine Probleme. Der könnte ja auch Economy fliegen. Dem würde das nichts ausmachen. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das geklappt hat und dass wir entspannt reisen können. Weil das Schöne ist auch, dass man dann in die Lounge kann, denn wir werden morgen um 7:30 abgeholt und mit dem Wasserflugzeug fliegen wir eine Dreiviertelstunde zum Flughafen und dann sind wir total früh da, ja, und unser Flug kommt startet erst um 11:50 Uhr und wir sind hier irgendwie um 8 Uhr dann wahrscheinlich schon da.
oder halb neun, sag ich mal. Ja, halb neun wird passen. Und ja, dann ist es schön, wenn man sich auch irgendwo gemütlich hinsetzen kann und vielleicht noch ein bisschen was frühstücken kann. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber mir macht das dann schon ein bisschen Sorge, wenn ich das Gefühl habe, boah, das wird einfach sehr anstrengend, und das nimmt mir die Sorge jetzt total. Ja, und ansonsten, ich bin super entspannt. Ich freue mich jetzt aber auch wieder auf zu Hause. Ich hätte gerne noch 2 Tage länger gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre schon schön gewesen, aber ja, das irgendwann sprengt es halt auch den Rahmen, ne? Ich freue mich auf zu Hause, ich freue mich auf Pullover stricken jetzt, extrem. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf Sommermode. Gerade heute war es so warm, also die Regenzeit, man merkt, die ist rum jetzt. Und wir hatten ja noch ein paar regnerische Tage am Anfang, aber das wurde immer weniger und der Wind wurde auch immer weniger und jetzt ist es zu warm. Da klebt halt dann alles die ganze Zeit, wenn man irgendwie beim Essen ist. Ich bin irgendwie auch nicht unglücklich, dann mal wieder so ein bisschen Kälte zu haben und dann, ja, hält das vielleicht ein paar Tage und dann wünsche ich mich hier wieder zurück, ne? Also ja, meine Lieben, auf jeden Fall ist das jetzt ja ein besonderes Video gewesen oder 2 besondere Videos von mir, weil ich mache ja vor allem wirklich nur strickbezogene Sachen eigentlich, und auch wenn ihr jetzt natürlich schon ein bisschen strickige Sachen gesehen habt, habe ich natürlich viel Eindrücke mit euch geteilt hier vom Urlaub, und ja, einfach weil es so was Besonderes war und ich dachte, das interessiert bestimmt einige von euch, und das wird jetzt aber auch nicht Standard sein hier auf diesem Kanal. Ja, das geht ganz normal weiter mit Strickpodcasts demnächst, und ich habe geplant, mein Stash-Video zu drehen. Das heißt, euch die Wolle zeigen, die ich habe und was ich damit so vorhabe. Dann mal gucken, was noch so kommt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich bei euch, dass ihr mich ein bisschen begleitet habt auf meiner Reise. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Eindrücke zu filmen, weil es halt einfach so traumhaft war. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast, und ich wünsche euch was. Bis dann.